Immer wieder taucht die Frage auf, ich habe so viele Wünsche, wie werde ich die los? Ich habe einen ganz einfachen Weg gefunden, Wünsche loszuwerden. Der einfachste Weg ist, einen Wunsch loszuwerden, ihn sich zu erfüllen. Schauen wir also noch einmal das Geheimnis der Wunscherfüllung an. Und machen uns bewusst, jeder Wunsch verhindert zuverlässig die Erfüllung. Ist nicht laut genug? Nein. Ah, okay, also jetzt wieder. Gut. Jeder Wunsch verhindert zuverlässig die Erfüllung. Warum? Er beinhaltet ja den Mangel. Ich habe nicht, ich hätte gerne und deswegen kann ich nicht bekommen. Denn nach dem Gesetz der Resonanz ziehe ich damit Mangel in mein Leben. Also beginnen Sie die Wunscherfüllung immer mit dem letzten Schritt, dem Schritt ins Ziel. Was in Ihrem So-Sein nicht enthalten ist, kann im Außen nicht zur Realität werden. Ihr So-Sein ist gewissermaßen der Film, der auf dem Bildschirm Realität erscheint. Um den Bildschirm brauchen Sie sich nicht kümmern. Wenn, müssen Sie den Film ändern. Was in Ihrem So-Sein nicht enthalten ist, kann im Außen nicht zur Realität werden. Aber was in Ihrem So-Sein enthalten ist, was Sie also geistig in Besitz genommen haben, muss auf dem Bildschirm Realität erscheinen. Also alles, was in diesem Film So-Sein enthalten ist, erscheint auf dem Bildschirm Realität. Und das gilt positiv wie negativ. Wenn sie in ihrem So-Sein Ärger ist, erscheint der natürlich auf dem Bildschirm Realität als ihre Realität. Also machen wir das gerade nochmal praktisch, das bleibt dann besser im Gedächtnis. Machen Sie sich einmal etwas bewusst, was Sie sich wünschen oder was Ihr Leben bereichern würde. Und stellen Sie es sich so deutlich wie möglich vor. Das ist der erste Schritt, der bewirkt aber noch nichts, ist aber unverzichtbar. Denn ich kann ein Ziel nicht erreichen, wenn ich keins habe. In einem zweiten Schritt gehen Sie hinein in die Vorstellung, erleben sich in der Erfüllung, im erfolgten Erfolg. Also es ist geschehen. Ich habe es erreicht. Ich bin am Ziel. Damit nehmen Sie das Gewünschte geistig in Besitz. Im nächsten Schritt verbinden Sie dieses Erleben am Ziel zu sein, das Erleben der Erfüllung mit einem starken Gefühl der Freude, der Erleichterung, der Dankbarkeit. Das Gefühl ist die Kraft der Verwirklichung. Das, wofür Sie dankbar sind, verursacht das, wofür Sie dankbar sind. Und in einem letzten Schritt bleiben Sie jetzt in der Energie, es ist vollbracht. Ich bin am Ziel, ich habe es erreicht, bis es Realität ist. Das ist das ganze Geheimnis und macht Ihren Erfolg unvermeidbar. Also ganz klar, die Energie der absoluten Gewissheit der erfolgten Erfüllung verursacht Ihre Absicht, Ihren Wunsch. Und mir hat sehr geholfen, das möchte ich Ihnen auch mit auf den Weg geben, einen Schritt danach, sobald Sie sich in der Imagination einen Wunsch erfüllt, eine Absicht verwirklicht haben, gehen Sie bewusst in die Situation danach. Also stellen Sie sich ganz lebendig vor, wie Freunde Ihnen dazu gratulieren. Und Sie fragen, wie Sie das geschafft haben. Vielleicht öffnen Sie eine Flasche Sekt oder gar Champagner
und stoßen mit ihren Freunden auf den erfolgten Erfolg an. Erleben sie alles, was dazu gehört, ganz lebendig, so als würden sie diese Erfahrung gerade machen. Spüren sie dabei eine vertraute Umarmung, einen bewundernden Händedruck. Hören sie das Klirren der Gläser beim Anstoßen. Erleben Sie also das Ganze mit Ihren eigenen Augen, so, als würde es gerade geschehen aus der Perspektive Ihrer Sicht. Erleben Sie sich bewusst mit allen Sinnen in der Erfüllung. Und nutzen Sie auch die Macht der Wiederholung. Das heißt, erleben Sie die Situation so oft und so lebendig wie möglich. Dadurch geschehen zwei wichtige Schritte. Das Erleben wird im Unterbewusstsein verankert, aber vor allem werden eventuelle Verhinderungsprogramme durch störende Glaubenssätze zuverlässig gelöscht. Mit jeder Wiederholung fühlt sich die Situation echter an und es kommen mehr Details dazu, die Sie vorher gar nicht bemerkt haben. Und dazu fühlen Sie ein starkes Gefühl der Erleichterung, der Freude. Sie spüren die Bewunderung Ihrer Freunde und dieses Gefühl ist die Auftragsbestätigung des Lebens, dass Ihr Wunsch, Ihre Absicht auf der Kausalebene bereits verwirklicht ist und in Kürze als Ihre erlebte Realität sichtbar wird. Jetzt nochmal abschließend meine Frage, gibt es noch irgendetwas, das Ihr Leben bereichern würde, das Sie aber glauben, möglicherweise nicht erreichen zu können? Ein Hindernis, eine Schwierigkeit. Ich möchte mich bedanken. Sie haben gerade, ich habe mir vorgenommen, ab jetzt, heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens, also am Donnerstag werde ich dann 80 und dann wollte ich ab jetzt das Leben zelebrieren. Und danke, dass wir das auch im Geiste schon mal machen, das Leben zelebrieren. Das wird jetzt noch mal mein Leben noch mehr bereichern. Vielen Dank. Wunderbar. Ich danke Ihnen. Und auf diese gleiche Weise können Sie sich auch einen anderen Wunsch erfüllen, den manche für schwierig oder unmöglich halten. Ihre Traumfigur. Fast jeder wünscht sich seinen Körper etwas anders. Dort ein bisschen weniger, da ein bisschen mehr, da ein bisschen anders. Die erste Voraussetzung, an der die meisten schon scheitern, ist, die Voraussetzung zur Erfüllung, ist, ihren Körper so zu lieben, wie er jetzt ist. Ich kann ihn nämlich nicht ändern, ohne ihn anzunehmen, wie er ist. Das gilt auch für eine Situation, nicht für einen Körper. Nicht nur für einen Körper. Also ich muss zunächst einmal das annehmen, wie es ist, anerkennen, so ist es jetzt. Erst da, dann kann ich es ändern. Wenn ich das leugne oder nicht wahrhaben will, kann ich es nicht ändern. Also prüfen Sie, ob Sie bereit sind, zu der ersten Voraussetzung zum Traumkörper, Ihren Körper zu lieben, wie er jetzt ist, ihn dankbar anzunehmen. Ohne das ist Veränderung nicht möglich. Erster Schritt. In einem zweiten Schritt wieder, machen Sie es gerade am besten gleich, erschaffen Sie Ihren Traumkörper in der Vorstellung und sagen Sie damit dem Leben, so soll es sein. Sie machen aus dem, was ist, in Ihrer Vorstellung das, was sein soll. Im nächsten Schritt gehen Sie in die Erfüllung. Treten Sie bewusst in Ihren idealen Traumkörper ein. Nehmen Sie ihn geistig in Besitz und fühlen Sie sich in diesem Traumkörper. Sie müssen also aus der Vorstellung dazu kommen, dass Sie drin sind, dass Sie ihn haben, dass es geschehen ist. Verbunden mit einem starken Gefühl
der Dankbarkeit für ihren Traumkörper. Und jetzt bleiben Sie in der Energie der absoluten Gewissheit der erfolgten Erfüllung, bis Sie Ihren Traumkörper haben. Das Schöne dabei ist, Sie können auf dem Weg zu Ihrem Traumkörper essen, was Sie wollen, so oft Sie wollen und so viel Sie wollen. Lösen Sie sich aus dieser Vorstellung, die wir mit Kalorien und so weiter verbunden haben. Wichtig ist, dass Sie beim Essen ganz bei der Sache sind. Das heißt, spüren Sie bei jedem Bissen, brauche ich das? Stimmt das für mich? Ist das das richtige Baumaterial für meinen Körper? Denn Ihr Körper besteht aus dem Material, was Sie ihm geben. Und lösen Sie alle eventuellen negativen Gedanken, Gefühle und Vorstellungen, die Sie über Ihren Körper haben, auf und ersetzen Sie sie durch liebevolle und wohlwollende Gedanken und Gefühle. Dann machen Sie sich zur Gewohnheit, alles, was Sie essen und trinken, vorher zu segnen. Damit verändern Sie die energetische Struktur Ihrer Nahrung, sodass sie wirklich segensreich wirkt. Ich mache es zum Beispiel mir ganz einfach, ich esse und trinke nur Licht. Aber ich esse natürlich das, was auf den Teller kommt. Ja, aber bis hierher ist es vielleicht ein Schnitzel. In dem Moment, wo ich es esse, verwandle ich in der Imagination das zu Licht. Weil wir ernähren uns eigentlich alle bereits von Licht. Deswegen gehen Sie auch hinterher zur Toilette. Die Materie, die Sie essen, ist nur Transportmittel für das enthaltene Licht. Das Transportmittel scheiden Sie wieder aus und das Licht gibt Ihnen Lebenskraft. Und das wird vervielfacht, wenn Sie beim Essen Ihr Bewusstsein darauf richten, Licht zu essen, zu trinken oder noch intensiver zu atmen. Denn auch das gehört zum Essen. Wir ernähren uns ja auch von Luft. Damit werden Sie, und Sie können es spüren, mit jedem Atemzug lichtvoller. Besonders wichtig ist jetzt der nächste Schritt, gründlich kauen. Und zwar jeden Bissen, bis er flüssig geworden ist. Trinken Sie Ihr Essen. Erst das gründliche Kauen erschließt Ihre Nahrung energetisch voll, sodass Sie ganz von selbst nur noch von einem Tag zum anderen nur noch die Hälfte essen und damit vollkommen satt sind. Das heißt, Sie essen, bis Sie satt sind. Und anfangs glauben Sie das nicht. Sie schauen auf den Teller und sagen, ja, da fehlt ja kaum was. Davon kann ich nicht satt sein. Aber Sie sind satt, weil Sie viel mehr Energie, viel mehr Licht gegessen haben, viel mehr das, worauf es ankommt. Und das spart natürlich auch noch einen Haufen Geld. Ja, weil Sie kaufen anfangs immer zu viel ein, es bleibt übrig. Machen Sie sich bewusst, das Essen dauert länger als bisher. Ja. Wenn Sie wirklich gründlich kauen, heißt, bis kein Fäserchen mehr da ist. Bis Sie es also trinken können, schlucken können. Ja, wir haben noch immer die Neandertaler Angewohnheiten. Wenn wir was zu essen haben, schnell rein, bevor ein Stärkerer kommt und nimmt es mir weg. Ja, aber wann war Ihre letzte Erfahrung, dass Ihnen jemand was vom Teller genommen hat beim Essen? Wahrscheinlich noch nie. Ja, also Sie brauchen keine Angst haben. Sie können dieses alte Programm löschen, das Neandertaler-Programm gehört nicht mehr in diese Zeit. Und sehr bald, wirklich sehr bald, zeigt Ihre Waage, dass Sie abgenommen haben. Obwohl Sie Ihre Ernährung weder umgestellt noch eingeschränkt haben. Aber auch Ihr körperliches Wohlgefühl hat sich deutlich gesteigert. Sie spüren viel mehr Lebensfreude, mehr Lebensqualität und
Ihr Magen und Darm haben Dauerurlaub. Plötzlich keine Arbeit mehr. Alles ist ja schon erledigt durch das Kauen. Das ist alles schon vorbereitet. Also man kann sagen, gründliches Kauen ist wahres Bodybuilding. Es bildet Ihren Traumkörper. Ja? Und damit wird es auch zu Beautybuilding. Und plötzlich ist Schlemmen keine Sünde mehr, sondern macht auf natürliche Weise schlank und schenkt ihnen ihre Traumfigur. Also gründliches Kauen ist ein Schlaraffenland für Übergewichtige. Aber natürlich ist wichtig, und das sollten Sie jetzt gleich prüfen und notfalls ändern, in welchem Körper leben Sie? Leben Sie in Ihrem vorübergehenden Erdenkleid? Sind Sie damit identifiziert? Oder in Ihrem wahren Körper, den Sie schon immer haben, der Sie durch alle Inkarnationen begleitet? Das sind zwei ganz verschiedene. Das eine ist ein Energiekörper, das andere ist ein materieller Körper. Die meisten Menschen identifizieren sich mit dem, was sie im Spiegel sehen. Aber allein die Sprache, die Weisheit der Sprache, müsste Sie schon aufmerksam machen, weil sie ja sagt, was ich da im Spiegel sehe, ist mein Körper. Da muss es also einen Besitzer geben, ja, dem dieser Körper gehört. Sie sagen auch, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Was ich habe, kann ich nicht sein. Ich habe ja auch ein Auto, bin ich auch nicht. Ich habe auch eine Wohnung, bin ich auch nicht. Also was ich habe, kann ich nicht sein. Aber Sie sagen wahrscheinlich nie, ich bin dieser Körper oder ich bin dieser Verstand. Das meinen Sie hinterher bloß, aber Sie sagen richtig, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Also wer sagt das? Wer ist dieser Besitzer von dem Verein? Machen Sie sich bewusst, und das sind Sie, Bewusstsein. Und dann können Sie einmal schauen, machen Sie es doch gerade, schließen Sie einmal die Augen und sehen Sie einmal in Ihrer Vorstellung Ihren wahren Körper, der Sie durch alle Inkarnationen begleitet. Und der sieht ganz anders aus als Ihr Erdenkleid. Ihr vorübergehender Körper. Und jetzt können Sie sich entscheiden, ob Sie bereit sind, in diesem wahren Körper zu leben. Und dann passiert ein Wunder, wenn Sie mit Ihrem wahren Körper identifiziert sind, also nicht mehr mit der Illusion, sondern mit der Wirklichkeit, und nehmen jetzt Ihr Erdenkleid in Besitz und erfüllen es mit dem Bewusstsein Ihres wahren Seins, beschleunigen Sie die Entwicklung noch einmal. Und als Bonus bekommen Sie noch ein Geschenk. Krankheit als Lehrer wird nicht mehr gebraucht und verschwindet aus Ihrem Leben. Denn wenn Sie stimmen, stimmt auch Ihr Leben. Aber auf dem Weg zur Traumfigur kann es einige Hindernisse geben, die sollten wir uns anschauen. Wenn Sie übergewichtig sind, sollten Sie sich einmal fragen, warum bin ich übergewichtig? Was suche ich eigentlich? Und was Sie alle suchen, ist Erfüllung. Aber jetzt verwirklichen Sie das auf dem einfachsten Weg. Sie stopfen was rein. Ja, weil früher, als Sie klein waren, als Baby, wenn Sie ein Problem hatten, hieß das immer Hunger. Sie hatten ja sonst keine Sorgen. Ja? Das heißt also, wenn da ein böses Tier Sie innerlich aufgefressen hat, Sie wussten ja nicht, dass das Hunger war, dann kam Ihre Mutter, die eine liebevolle Mutter, die weiß, was ihr Kind braucht, und gab ihm was zu essen. Sie ließen sich volllaufen und zurücksinken und Paradies, ja, alles gut, Problem gelöst. Das Ergebnis ist, dass Sie später diese Angewohnheit beibehalten. Wenn Sie Sorgen haben, muss ich hier was, weiß ich ja von früher, ja, muss man hier was reinstecken, geht es einem gut. Das erinnert mich an zwei Freunde, die sich nach vielen Jahren mal wieder trafen. Der eine war
sehr dick geworden, der andere schlank wie immer. Und der Schlanke sagte, der Dicke sagte, Mensch, wie machst du das? Also, ich mache gar nichts Besonderes. Also, wie soll ich sagen, wenn ich abends nach Hause komme von der Arbeit, gucke ich in den Kühlschrank, ist nichts Besonderes drin, gehe ich ins Bett. Er sagt, ja, ich mache es fast genauso. Ich komme abends nach Hause, gucke ins Bett, nichts Vernünftiges drin, gehe ich am Kühlschrank. Also können Kleinigkeiten ganz andere Wirkungen hervorrufen. Ein anderes Hindernis kann sein, dass Sie Sehnsucht nach Zärtlichkeit haben, nach Berührung. Ja? Und jetzt macht der Körper in seinem begrenzten Verständnis etwas, er vergrößert die Kontaktfläche, um die Chancen für die Berührung zu vergrößern, ist nicht sehr hilfreich. Ja, weil je größer Ihre Kontaktfläche ist, desto weniger Bedarf entsteht bei anderen, diese Kontaktfläche zu vergrößern. Das Haupthindernis aber ist ein falsches Selbstbild. Wenn Sie ein etwas molliges Selbstbild haben, und dann können Sie auf Kalorien achten und Ihre Nahrung einschränken, die bewirkt vorübergehend, dass Sie abnehmen, aber Ihr molliges Selbstbild ist die Ursache und verursacht wieder natürlich den ursprünglichen Zustand. So, und dann machen Sie Ping-Pong. Es geht immer hin und her. Ja? Sie essen weniger, nehmen was ab und Ihr falsches Selbstbild verursacht genau wieder das, was bisher war oder überholt das sogar. Die Lösung ist ganz einfach, können Sie gleich jetzt hier machen. Ein neues Selbstbild, das Ihr Schlanksein unterstützt. Machen Sie es doch gleich einmal praktisch. Sehen und fühlen Sie sich in Ihrem Traumkörper. Nehmen Sie ihn einfach in Besitz und verbinden Sie das mit einem starken Gefühl der Freude und Dankbarkeit. Das ist eine Ursache, die damit auf der Kausalebene in Besitz genommen ist und die muss auf dem Bildschirm Ihrer Realität erscheinen, wenn Sie nicht wieder abbestellen. Und deswegen können Sie auf diesem Weg zu Ihrer Traumfigur kommen, ohne Einschränkung, ohne Schwierigkeiten, ohne Verzicht. Sie können schlemmen, so viel Sie wollen. Sie können essen, was Sie wollen, so viel Sie wollen. Sie müssen nur stimmen, in Ihrem Traumkörper leben. Den haben Sie vorher in Besitz genommen. Und dieses Selbstbild verwirklicht Ihren Traumkörper. Was ist, wenn man sich das Gefühl, nicht fühlen kann? Also wenn ich das Gefühl zum Beispiel eines anderen Körpers nicht fühlen kann. Wenn ich in die Vorstellung gehe, aber das Gefühl irgendwie nicht, keine Resonanz hat. Also Vorschlag, was machen Sie, wenn Sie etwas nicht fühlen können? Also Vorschlag. Jetzt die Gegenfrage. Was fühlen Sie denn, welchen Körper? Wie fühlt der sich denn an? Ja, wenn einfach den ich habe. Welchen haben Sie denn? Ja, Frage, welchen haben Sie? Den ich mir gewohnt bin. Welchen sind Sie gewohnt? Den physischen. Wie? Den physischen Körper. Den physischen? Mhm. Das ist nur Ihr Erdenklein. Mhm. Als Sie hierher gekommen sind, hatten Sie den noch nicht. Da gab es den gar nicht. Sie sind aber nicht nackt gekommen. Also physisch ja, aber Sie sind schon mit einem Körper hergekommen. Das ist Ihr wahrer Körper. Also machen Sie sich damit vertraut. Sie haben einen Energiekörper, der Sie durch alle Zeit begleitet. Das ist Ihr Körper.
Also ich gehe in das Gefühl meines Energiekörpers. Ja, so, zum Beispiel, so würde ich das machen. Denn der hat ihre Traummaße. Der ist schlank, der ist so, wie sie sein sollen. Ja, Sie stellen sich das einfach vor, den physischen Körper. Sie haben schon viele Leben erlebt. Und für jedes Leben haben Sie einen neuen physischen Körper bekommen. Das ist so, wie Sie jeden Morgen vor dem Kleiderschrank stehen. Frauen haben ja immer einen Kleiderschrank, der ist voll gestopft, aber sie haben nichts zum Anziehen. Und da wählen sie aber ein Kleid, das sie anziehen heute. Und genauso haben sie diesen Erdenkörper gewählt. Aber das Kleid, was sie morgens anziehen, damit identifizieren sie sich ja nicht. Das drückt sie aus, das entspricht ihnen. Sie wählen die Farbe, die ihnen ihrer Schwingung entspricht. Sie wählen die Form, die ihrer Schwingung entspricht. Aber sie wissen, heute Abend ziehe ich das aus, das bin ich nicht. Ja, also würde ich eben den Weg wählen, dass ich mal meinen wahren Körper mir bewusst mache, den fühle und in diesem Körper bewusst lebe. Das tue ich ja sowieso. Also ich muss es nicht erschaffen, ich muss mich nur wieder daran erinnern, dass das ja nur ein vorübergehend zusätzlicher Körper ist, aber mein eigentlicher Körper, der ist ja da, das ist die Wirklichkeit, das ist die Illusion der Realität. Aber wie Einstein schon sagte, Realität ist in Wirklichkeit nur eine Illusion, aber eine sehr hartnäckige. Also ich muss da schon ein bisschen üben, bis ich es habe und bis ich mich in meinem wahren Körper wohlfühle. Man kann sich da ein bisschen helfen mit Bildern. Also wenn man sagt, okay, so möchte ich ungefähr aussehen, dass man dann den eigenen Kopf praktisch damit verbindet. Das macht Frau Birken schon. Und auch wenn man andere Sorgen hat, dass man das ich habe genau Bild das gemacht, ja. Habe mir ein Bild ausgesucht von einem und habe mein Foto, Gesicht ausgeschnitten, draufgeklebt an die Wand. Ja. Damit habe ich gesehen, habe ich das Bild vor Augen gehabt. So. Sehe ich wirklich aus. Ja, das andere ist nur mein vorübergehendes, aber das ist das Wirkliche. Das ist eine gute Hilfe. Und so können wir uns nicht nur schlank essen, wir können uns jung, schlank und gesund essen. Machen Sie sich bewusst, Essen ist die stärkste Droge, die wir regelmäßig zu uns nehmen. Ihr Körper ist so gut wie das Baumaterial, das sie ihm geben. Die meisten Menschen kaufen Nahrungsmittel und gelegentlich Genussmittel. Lassen Sie das in Zukunft und kaufen Sie nur noch Lebensmittel. Wie die Weisheit der Sprache schon sagt, Mittel, die bereits das Leben enthalten, kaufen Sie entsprechend ein, wie viel Lebensqualität diese Nahrung hat. Dann ein besonders wichtiges Lebensmittel ist gutes Wasser. Trinken Sie nicht irgendein Wasser, sondern trinken Sie genug von gutem Wasser. Aber zu Ihrer Nahrung gehört auch alles, was Sie denken und fühlen. Ihr Atem. Also, was atmen Sie? Sie atmen das, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten beim Atmen. Machen Sie es doch gerade mal. Hier ist die Luft vielleicht nicht ganz optimal. Atmen Sie jetzt einfach mal in bester Natur wunderbare, sauerstoffreiche Luft ein. Und Sie werden überrascht feststellen, schon wahrscheinlich beim dritten Atemzug, dass Ihr Körper genau darauf reagiert. Ja, Sie können überall beste Luft atmen. Worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten, das verwirklichen Sie damit. Und machen Sie sich bewusst, Ärger, Stress, Angst, Sorgen, Aggression verunreinigen Ihren wahren Energiekörper, weil sie die falsche Schwingung haben. Das verkürzt auch die Lebensdauer ihres physischen Körpers, weil er eben mit einer falschen Schwingung erfüllt ist. Was haben wir noch?
Und machen Sie sich bewusst, es dauert nicht lang, bis Sie das sehen. Das wunderbare Ergebnis zeigt sich schon nach wenigen Tagen. Es ist die Transformation in Ihr wahres Sein. Und es geschieht noch ein Wunder auf diesem Weg. Es aktiviert Ihr Superimmunsystem. Ihr Superimmunsystem sorgt dafür, dass Disharmonien schon auf der Energieebene aufgelöst und umgewandelt werden, sodass es gar nicht zur Krankheit kommt und der Körper Ihnen keine Botschaft schicken muss, weil Sie ja stimmen. Und so können Sie über Ihre Nahrung, über Ihre Atmung, was dazugehört, ganz leicht, in ganz kurzer Zeit, Ihren Traumkörper verwirklichen. Und leben gleichzeitig noch, wenn Sie den Schritt vollzogen haben, in Ihrem vollkommen gesunden, ewigen Körper. Kommen wir jetzt zu den Hausaufgaben. Ich möchte Ihnen heute wichtige Hausaufgaben mitgeben, die Sie unbedingt tun sollten, und zwar bis zum nächsten Mal jeden Tag. Und zwar geht es darum, machen Sie sich einmal bewusst, weshalb ist es ein Glück, Ihnen zu begegnen. Die Hausaufgabe besteht darin, eine Liste zu machen. Ja, geben Sie sich überzeugende Begründungen. Warum ist es ein Grund, mir zu begegnen? Haben Sie schon mal ein paar Vorschläge für die anderen? Was könnte das sein? Lächeln. Warum ist es ein Grund, Ihnen zu begegnen? Wortgeschenke zu machen, zum Beispiel. Ja. Was haben wir noch? Strahlen. Ja, also ich gebe Ihnen mal ein paar Anregungen und Sie prüfen, welche Schritte davon Sie für sich bereit sind zu verwirklichen. Sie sind ein Segen, wenn Sie den Gott im Anderen erkennen und ansprechen und ihn so zu sich selbst erheben, ihn an sich selbst erinnern. Wenn Sie nicht nur Wortgeschenke machen, sondern auch Seinsgeschenke. Also wenn Ihre Schwingung so stimmig ist, dass es dem anderen gut tut. Sie merken das daran, dass der andere gerne in Ihrer Gesellschaft ist, dass sich andere bei Ihnen wohlfühlen. Sie sind ein Segen, wenn Sie ständig online sind und so erkennen, was der andere wirklich braucht, auch wenn er das selber gar nicht weiß oder nicht sagen kann. Sie sind ein Segen, wenn Sie für den anderen eine Chance sind zum Besseren. Wenn Sie jeden so nehmen, wie er ist, ohne ihn zu bewerten, entlassen Sie den Urteiler. Sie sind ein Segen, wenn Sie jeden sympathisch finden, weil Sie Ihre Aufmerksamkeit immer sofort darauf richten, was Sie am anderen ehrlichen Herzens gut finden. Sie sind ein Segen, wenn Sie jedem zeigen, wie er das wissen will, wie er vom Leben alles haben kann, einfach indem er es verursacht. Aber auch, indem Sie ihn vielleicht aufmerksam machen, dass er nur den Traum vom Leben träumt, solange er in der Ich-Illusion ist. Sie sind ein Segen, wenn Sie jedem, der es wissen will, gerne zeigen, wie man sich aus dem Hamsterrad des Karma befreit. Und falls Sie es vergessen haben, kurz erinnern: alles, was Sie denken, fühlen, tun, ist eine Ursache. Jede Ursache muss später als Wirkung wieder aufgelöst werden. Aber indem Sie dann die Wirkung erleben, ist das wieder eine Ursache, die wieder eine Wirkung hat, und so kommen Sie aus dem Hamsterrad des Karma nicht raus. Es sei denn,
Sie sind nicht mehr mit dem Ich identifiziert. Sie sind nicht mehr der Handelnde. Nur das Ich handelt. Sie im Bewusstsein haben ja nicht mal Hände. Sie können ja gar nicht handeln. Also indem Sie die Illusion des Ich auflösen oder sich aus der Illusion des Ich lösen und nicht mehr der Handelnde sind, setzen Sie keine Ursache mehr. Sie erleben noch mit Ihrem Ich gemeinsam den Rest Karma, aber es kommt nichts Neues mehr dazu. Und Sie sind frei. Und Sie werden es erleben. Sie sind ein Segen, indem Sie jedem das Geschenk dieses Augenblicks bewusst machen. Das Geschenk dieses Augenblicks besteht darin, dass er ganz gleich in welcher Situation ist, er es ja jetzt ändern kann. Er braucht ja nur eine neue Ursache setzen. Und dann ist das, was ihn bedrückt, Vergangenheit. Und die erwünschte Zukunft beginnt. Aber dass Sie auch jedem anderen zeigen, wie er seinen Wunschtraum verwirklicht. Oder wie er seiner Berufung folgt. Wie er selber die Hauptrolle in seinem Leben spielt. Oder wie man beliebig reich wird. Aber vielleicht sind auch noch unter uns welche, die noch gerne ein bisschen reicher werden wollten. Und machen Sie sich einmal bewusst, warum ist das nicht der Fall? Was hat Sie bisher davon abgehalten? Ich meine, Reichtum stört ja nicht. Und wenn er Sie stört, gut, dann können Sie auch mit Wohlstand zufrieden sein. Aber Fülle ist ein natürlicher Zustand und gehört zu Ihrem wahren Wesen. Also wenn Sie in Mangel leben, wenn irgendwo etwas nicht genug vorhanden ist, dann muss es da ein Hindernis geben. Und das Hindernis ist immer in Ihrem Bewusstsein. Sprich, nein, nicht im Bewusstsein, im Verstand. Ja, in Ihrer Vorstellung. Und das verwirklicht sich, also sollten Sie das ändern. Und wenn Sie bisher noch nicht jedem ein Segen waren, der Ihnen begegnet, dann wird es aber höchste Zeit. Dann sollten Sie genau jetzt damit anfangen. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir das mal als Hausaufgabe machen und ruhig Zeit lassen. Großes Blatt nehmen und immer liegen lassen irgendwo, wenn Ihnen wieder was einfällt, ergänzen Sie das, bis Sie wissen, für welche Schritte bin ich bereit, um für jeden ein Segen zu sein. Und als letzten Schritt, machen Sie sich einmal bewusst, wie viel Glück erwarten Sie vom Leben. Prüfen Sie das einmal ganz ehrlich. Objektiv, wie viel Glück erwarte ich vom Leben? Also erwarte ich im Wesentlichen Glück oder nur Glück oder erwarte ich, es kommt halt, wie es kommt oder es kommt nicht immer so, wie man das gerne hätte. Und entscheiden Sie sich jetzt, Ihr Glück selbst zu bestimmen. Dafür zu sorgen, dass Sie es haben, wenn Sie es brauchen. Aber eigentlich kann man es ja immer brauchen. Also warum verursachen Sie nicht, immer Glück zu haben? Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt der Verstand jetzt und sagt, naja, immer geht ja nun nicht, wie soll das denn gehen? Pech ist die andere Seite der Medaille, das gehört auch dazu. Wenn Sie das glauben, haben Sie das gerade zuverlässig verursacht und werden es genauso erleben. Aber machen Sie sich bewusst, Sie können jetzt verursachen, immer Glück zu haben, wenn das innerhalb Ihrer Glaubensgrenze liegt. Wenn Sie das nicht nur für möglich halten, sondern für erreichbar. Sie können genau jetzt ein ganz neues Leben anfangen. Sie können als neuer Mensch in ein neues Leben treten. Und Sie können am Start schon verursachen, das auch sicher zu erreichen.
Allein das ist schon Grund, glücklich zu sein. Und ganz gleich, wie es bisher war, Sie können es in diesem Augenblick ändern. Das Leben wartet nur auf Ihre Anweisung. Also wählen Sie. Nicht irgendwann. Jetzt. Und alles ist möglich. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein traumhaftes neues Leben und freue mich schon auf die nächste Begegnung. Danke sehr.